Ja, grüß Gott, die Herren. Perfekt. Kommt's einer? Machen wir doch. Für mich bedeutet Politik, sowohl das öffentliche als auch das familiäre Zusammenleben zu regeln und nach innen und außen zu vertreten. Mein Verständnis von einem Kommunalpolitiker ist, dass er zum Wohle der Bürger, zum Wohle der Gemeinde, für alle und überparteilich agiert. Eine spezielle Situation fällt mir ein. Es war eine Begegnung, die im Treffen drinnen in der Glühalm war, wo wir uns ganz zufällig getroffen haben. Und wie ich da rein bin, ist der Klaus auf mich zukommen und sagt, du, wir haben heute wirklich was zum Feiern. Wir kommen von Klagenfurt und wir haben die Förderzusage für das Projekt von Annenheim und auf das trinken wir eins. Da ich sehr gerne mit dem Klaus in den Ausschüssen gearbeitet habe, auch wenn ich aus einer anderen Fraktion gekommen bin, habe ich immer das Gefühl und auch heute noch das Gefühl, er hat ein offenes Ohr und hat auch diese Inputs, die andere gebracht haben, aufgenommen. Und so ist auch immer eine sehr gute Zusammenarbeit gewesen. Ich schätze sehr an ihm, dass er authentisch ist, er selbst bleibt, er gerade ist, geradlinig, einfach aussagt, was ist. Und dass er aber ständig auch schaut, dass er das Verbindende über das Trennende stellt.